Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem 20. Part von Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Heute gibt es ein entscheidendes Spiel. Es ist noch nicht das Finalspiel sozusagen, aber dennoch ein wichtiges. Und dieses Spiel werde ich mit meinem Barclays Premier League Team absolvieren. Muss hier noch kurz dem Kollegen die Verletzungen wegmachen. Und ja, es geht darum, ob ich den Liga-Halt schaffe in Liga 1. Für die, die es mir nicht glauben, dass nur wie ich Liga 1 ist, ihr seht, hier 8 Spiele gemacht, 4 Siege, 4 Niederlagen. Und ja, ein Sieg brauche ich noch. Und dann habe ich es geschafft. 2 Spiele habe ich noch. Das heißt, ich kann auch 2 Mountain machen, aber ein Sieg wäre natürlich schöner. Und am besten gleich noch heute. Und das werde ich mit diesem Team hier machen, mit meinem Barclays Premier League Team. Damit habe ich die letzte Weekend League gespielt. Und das Team gefällt mir. Ich denke, ich werde es verkaufen auf die nächste Weekend League wieder, beziehungsweise heute Abend werde ich die verkaufen. Auch wenn ich Verlust machen werde, aber ich möchte unbedingt ein Liga BBVA Team machen. Und zwar ein komplettes Team of the Season mit und einfach noch den normalen Ronaldo. Weil ich habe ja, oh ne, das ist von Foot Champs, oder? Ich kann euch das gleich mal zeigen. Ich habe ja schon einige Liga BBVA Team of the Season Karten, und zwar diese hier. Nacho fehlt da noch. So, La Liga Santander. Und zwar möchte ich es nicht in einer Viererkette spielen, sondern eine Fünferkette. Und zwar das, 5-2-2-1 ist es, glaube ich. Ja. Genau, das 5-2-2-1, damit ich mit Flügelspielern agieren kann. So, ich möchte es so spielen, dann kann ich euch zeigen, was ich mir hier so vorstelle. So, hier möchte ich den Team of the Season Felipe Luis. Dann im ZM möchte ich von Real Madrid, Brasilien, wahrscheinlich das ZDM machen. Möchte ich den Team of the Group Set oder K.O. Runde Casemiro. Er hat zwar nur 67 Pace, aber das kann man mit dem Chemistry Style ziemlich schnell ändern. Dann hier einen Spanier, ebenfalls von Real Madrid. Zu den Team of the Season Isco. Man muss sich nur die Stats angucken, dann ist klar, dass man sich in diese Karte verlieben kann. Und dann auf dem linken Flügel von Atletico Madrid. Wahrscheinlich linkes Mittelfeld machen. Carrasco Tots. Und auf dem rechten Flügel kommt kein richtiger rechter Flügel, sondern ein linker Flügel von Real Madrid. Und zwar der Herr Ronaldo. Ich bräuchte einfach die normale Karte. Vielleicht ist der im linken Mittelfeld, keine Ahnung. Probieren wir so. Portugal. So, so viel Ronaldos. Ja, ich möchte eigentlich den 94er haben. Ich nehme jetzt aber mal den 97er. Ich möchte da den normalen Ronaldo haben. Der kommt ja dann auf, ja, sagen wir mal, auf 6 Chemie kommt der dann. Das ist immer noch besser als ein Messi auf 10 Chemie, meiner Meinung nach. Und ja. Das Team möchte ich mir dann für die Weekend League aufbauen und das könnte ziemlich cool werden. Die Fünferkette ist zwar ein bisschen arschlochmäßig, aber es muss ja nicht gut aussehen, sondern es muss effektiv sein. Und das ist dieses Team hier ebenfalls. Ich habe mir überlegt, vielleicht einfach dieses zu behalten und ein bisschen zu upgraden, also Eriksen weg.
Dann dafür Kanté in Form oder Once to Watch und Linksverteidiger den Alonso Tots. Das wäre ebenfalls eine Möglichkeit und dem Tor Lloris Tots. Keine Ahnung. Was mich ebenfalls reizt, mir ist ja gestern released worden, das russische Team of the Season. Also das hat einige ziemlich krasse Spieler drin. Wenn ich da an einen Giuliano denke, Quincy Proms oder an einen Smolov, die von den Stats her relativ hässlich abgehen. Braucht er so lange für den Gegner? Footgründer. Nee. Gegen einen Footgründer spiele ich nicht. Nee. Bin doch nicht bescheuert. Das russische Team sieht ebenfalls sehr, sehr geil aus. Zusammen mit ein paar brasilianischen. Also Linksverteidiger könnte ich mir Alex Tejes vorstellen. Und im ZM gibt es dann einen guten... Das ist ein Elite-Spieler an den Monthly Rewards. Spielt nicht gegen einen Elite-Spieler. Gut, ich meine, mit dem muss man in Liga 1 leben. Aber trotzdem wäre es schöner gegen jemanden spielt, der nicht so offensichtlich. Das ist schon wieder der Footgründer. Sind hier nur zwei Spieler unterwegs oder was? Liga 1. Es ist definitiv angenehmer gegen jemanden zu spielen, bei dem man noch nicht weiß, dass er Elite-Spieler ist. Vor allem in einem Spiel, in dem es um den. Ah, das ist ein Schweizer, SC Cham. Das ist eine Schweizer Fußballmannschaft. Aus der vierthöchsten Liga oder dritthöchsten Liga. Das ist ein Schweizer, mein Gegner. So, er spielt mit einem Serie A-Team, Mertens im Sturm. El Sharawi. Oh, mit Salah. So ein bisschen die Standardspieler. Barzagli, Perrin. Den Linksverteidiger kenne ich nicht. Solides Team. Solides Team auf jeden Fall. Vor allem Mertens gefällt mir. So. Also. Mission Klassenerhalt. Kann losgehen. Ich gehe immer auf hoher Druck. Und ich bleibe dann jeweils auf ausgeglichen. Also gehen wir auf defensiv. Mit einem Punkt würde ich mich ehrlich gesagt nicht zufrieden geben. Lieber verliere ich. Und gehe dafür Risiko und weiß, dass ich gewinnen wollte. Bangioni heißt der Linksverteidiger. Okay, hätten wir das auch rausgefunden. Da hätte ich abbremsen müssen. Ah, jetzt ist natürlich Valencia nicht hinten. So. Ich will jetzt vielleicht nicht allzu viel sagen, ein bisschen blöde Grimassen machen im Gesicht. Das ist, weil ich mich konzentrieren möchte. Weil ich dieses Spiel wirklich nicht verlieren will. Wenn es ab und zu lägt, das liegt definitiv nicht an mir. Ich bin mit dem LAN-Kabel verbunden. Das heißt, die Verbindung ist stabil. Oh, der muss natürlich reingehen. Der muss natürlich reingehen, lieber Martial. Mit Martial im Sturm bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Das ist der 86er in Form. Der geht da vorne wirklich gut ab. Ich bin jetzt ja wirklich nicht ein überragender FIFA-Spieler. Also ich bin ja nicht einer, der regelmäßig in der... What the fuck, Zlatan in der Elite spielt. Ich kämpfe eigentlich jedes Mal um die Elite. Aber mehr als 23 Siege sind es im Moment noch nicht. Aber es wird eigentlich von Woche zu Woche besser. Ich hatte zum Beispiel letzte Weekend League 22 Siege. Da hätten mehr sein können, aber ich hatte am Anfang... Oh, das hätte ein viel besserer Schuss werden können. Ich hatte 7 Disconnects in den ersten 8 Spielen. Ich weiß nicht, was da los war. Also auf jeden Fall... Oh shit. Ziemlich unangenehm. Oh... So, sehr schön. Auf Valencia kann man immer zählen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, mein Ziel ist es, also ich werde sowieso bis zum FIFA 18 Release, werde ich FIFA 17 spielen. Vor allem, weil ich trainieren möchte.
damit ich bei FIFA 18 gleich von Anfang an vielleicht um die Elite mitspielen kann. Dafür muss ich aber das Skill noch ein bisschen lernen. Was ich noch nicht so gut beherrsche. Oh, ich wollte eigentlich so Eriksen spielen. Hallo, Elfmeter? Wäre vielleicht noch eine Idee gewesen, lieber Schiri. Oh shit. Ja, der Van Aanholt, der ist halt ein bisschen offensiver. Aber ich weiß nicht, ob er hohe offensive Workrates hat. Ich weiß nicht, was Alonso für Workrates hat. So, jetzt Zlatan. Boah, der gefällt mir richtig im ZOM. Der ist richtig präsent da. Im Gegensatz zu Eriksen, weil der gefällt mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Oh, ihr habt doch Schuss gedrückt. Warum schießt er nicht? Der Eriksen, der gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß, es ist ein ZOM-Spieler. Und ich habe ihn im normalen ZM. Aber... Alter, jetzt leckt es aber so richtig hässlich. Im ZM überzeugt er mich sogar mehr als im ZOM. Weil da hat er überhaupt keine Präsenz gezeigt in meinem Spiel. Die meisten sagen jetzt ein bisschen noch scheiße. Das ist so. Aber von einem Spieler, für den ich 600.000 bezahle und der ein Rating von 93 hat, kann man definitiv erwarten, dass er auch so ein bisschen Präsenz zeigt und seinen Stats gerecht wird. Und das ist er bei mir halt einfach nicht geworden. So leid es mir auch tut, auch wenn er eine richtig kranke Karte hat. Ich weiß nicht, warum das so laggt. So scheinen an den Servern liegen. Die sind die ganze Woche schon ein bisschen für nichts. Vielleicht, ja gut, Herrera muss nicht rankommen. Ronaldo ist eh schnell genug. Dankeschön. So, wir haben gleich Halbzeit. Was hat das für ein Pass? So, wir haben gleich Halbzeit. Das heißt, ich werde jetzt dann ein Tor kassieren. Mit Ansage. So, jetzt vielleicht. Vielleicht schieße ich ja sogar eins. Es gibt Freistoß. Das ist eine sehr, sehr gute Freistoßposition. Da kann der liebe Eriksen zeigen, was er kann. Ich bin sehr, sehr schlecht in den Freistößen. Der wird wahrscheinlich nicht rein. Ja. Ich bin nicht gut in Freistößen. Muss ja auch nicht gut sein. Freistoßtore passieren sowieso sehr, sehr wenig. Da muss ich die auch nicht üben. So ist Ibra. Das ist Einsatz. Sonne ist ein bisschen schwerfällig in diesem Spiel. Ich habe eigentlich in die andere Richtung abdrehen wollen. Aber eher nicht. Oh, jetzt vielleicht. Alter, drückt mich jedes Mal weg. Mit dem Barzagli. Oder Barzagli, keine Ahnung. Ist doch egal, wie er heißt. Wir wissen, wer es ist. So, jetzt ist dann die Halbzeit. Das hätte eigentlich ein Berberspin sein sollen. Das ist auch nichts. Alter. Bin da manchmal, wenn ich einfach so per Zufall an einen Ball komme, so überrascht, dann verliere ich ihn sofort wieder. Na, ist immer noch 0 zu 0. Ja, das Spiel wird eigentlich wie die meisten von mir dominiert. 5 zu 1 Schüsse. 55% Ballbesitz. Passgenauigkeit 87%. Solide eigentlich. So, und dann so etwa in der 60. wechsle ich dann... Alter, was ist das denn? Wechsle ich Ibrahimovic jeweils aus. Packe Eriksen ins ZOM. Und wechsle dann... Alter, was ist los? Kanté ebenfalls aus. Also die Server, die sind richtig für den Arsch. Richtig, weil ich, wie gesagt, ich bin mit dem LAN-Kabel verbunden.
Das kann definitiv nicht an meiner Verbindung liegen. Ganz schlimm. Naja, man ist sich ja von EA nichts anderes gewöhnt. Tut mir natürlich leid für die, die das Video gucken wollen. Aber es ist jetzt halt so. Kann ich nicht ändern. Alter, der Kante ist überall. Ja, jetzt wird er dann beim ersten Schuss, Alter. Dass der nicht reingeht. Aber es, was ist los, Mann? Ich muss Pause drücken. Wechsel dich halt jetzt schon. Nachher wechsle ich dann noch Aspas ein oder Pulisic. Ich denke eher Aspas. Ne, Pulisic. Weil Aspas hat noch keinen Chemistry-Style. So. Wechseln wir mal schön. Ja, schön, dass es Kanté nicht anvisiert hat. Sehr schön, dass da der immer noch der Michael Keane anvisiert war. Es ist richtig schlimm. Richtig schlimm, sag's euch. Also wenn das in FIFA 18 dann immer noch so ist, seitens EA, werde ich das Spiel nach einem Monat wegwerfen. Definitiv. So, jetzt geht's mal. Warum spielst du da nach hinten, mein Freund? Ja, wollte ich schon sagen, jetzt ist wieder gut. Und dann, zack, wieder der Ruckler auf Doom. Der Delay ist auch am Start. Echt geil. Echt geil. Danke, EA, dass du genau, wenn ich das Video mache, so abkackst. Wenn es Speedlags wären, dann wäre es wegen meinem Internet. Weil die Speedlags, die sind dann, wenn das eigene Internet kurz einen Aussetzer hat. Aber man sieht ja ganz offensichtlich, das sind keine Speedlags. Also kann es definitiv nicht an mir liegen. Und dann in so einem wichtigen Spiel, am Wochenende wird es dann wieder viel, viel schlimmer sein. Bei der Weekend League ist es dann sowieso viel schlimmer. Dann kommt dann noch das ganze Scripting und Momentum-Scheiße dazu. Dürfen wir in der Weekend League nicht vergessen. Das ist ja Standard. So, ich muss jetzt langsam mal offensiv gehen. Weil ich will dieses Scheiß-Tor schießen. Und auf hoher Druck. Wow. Kann ja Kopfballduelle gewinnen, der Eriksen. Oh, schade, setz dich doch durch. Ja, einfach jedes Mal mit Salah durchrennen, der zieht nicht immer. Oh, zu viel zu steil. Warum? Warum so steil? Der macht schön Spielverzögerung. Der will wahrscheinlich das Unentschieden. Ja, ich aber nicht. Oder er ist überzeugt, dass er ein Last-Minute-Tor schießen wird und geht jetzt schon auf Zeitspiel. Ja, bei diesen Lags kann jeder noch ein Tor schießen. Wenn es dann einfach nicht zu verteidigen ist. Vor allem scheint es mir, als würde er besser klarkommen mit dem Delay. Ah, das ist richtig schlimm. Was ist das denn? Das Foul. Hallo? Ach, ganz klar Foul. Alter, Delay, du. Ich sag's euch. Na, jetzt ist er durch.
Sehr schön gemacht, Valencia. Obwohl ich eigentlich nach hinten gedrückt habe, hast du es erst eine Sekunde später gemacht. Und dann, ich muss nicht sagen, danke Valencia, danke EA. Oh ja. Richtig schlimmes. Es regt mich auf, das Spiel. Da macht ein Kanté einen Pass, der so stark ist wie der einer Großmutter. So, Eriksen. Ja, schön aus der Drehung noch schießen. So, 83. Es wird langsam ernst. Das nächste Tor. Alter, was ist das? Ich habe nicht mal Steilpass gedrückt. Seht ihr, so Zeugs macht mein Eriksen. Ja, wirklich. Ich schwör's euch ab. X gedrückt. So, jetzt Eriksen. Der Junge, der kann bei mir einfach keine Tore schießen. Das ist das Problem. So, Stindl vielleicht. Auch nicht. Man viel mehr als in die Ecke zielen und schießen kann ich nicht machen. Den Rest muss der Spieler machen. Oh, jetzt vielleicht Son. Alter, oh, das ist ein 83er Tor. Warum hält der alles? Kann doch nicht sein. Ja, sind sie wieder weg, alle die Spieler. So, jetzt eine gute Flanke. Ah! Du Idiot! Mutterseelen allein und eine Schieße an den Pfosten. Jetzt kassiere ich dann noch ein Tor. Vielleicht reicht es auch für einen Angriff. Das kann es doch nicht sein. Stindl! Miserabler Abschluss von Stindl. Was war das denn bitte? 0:0. Erfolgreiche Pässe. Eriksen 26 von 30. Courtois 0 von 5. Schuss und Dribblings. Martial 15 von 19. Ich habe zu viele Dribblings gemacht. Da habe sogar China 2 von 2 Dribblings gepackt. Zwei Flanken das ganze Spiel gemacht. Eine kam an und die hat er an den Pfosten geballert, der Idiot. Fitness. Minus 5 bei Martial. Die ist sehr, sehr bitter. Da, jetzt gibt es nochmal ein Entscheidungsspiel. Das werde ich dann allerdings nicht aufnehmen. Das werde ich für mich alleine spielen. Ja, mal gucken, ob das funktioniert oder nicht. Hier noch kurz die Transferliste abchecken. Ich habe heute noch Den habe ich verpasst. Ich habe das Trading-Video gezeigt zu den Bronze-Tot-Spielern, das ich euch empfohlen habe. Ihr seht, es funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Und ja. Also, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Muss hier kurz den Kanal wechseln. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns am Freitag. Nee, am Donnerstag. Morgen. Wenn es heißt, Weekend League Rewards öffnen. Sehen wir uns dann und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.